Hat es Luisa schon gesehen? Nein, habe es noch rechtzeitig mit einem Tuch abdecken können. Vater würde sich so freuen, wenn die kleine bei uns bliebe. Ja, das Kind ist ein Goldengel. Aber Florian ist ja völlig überfordert. Heute hat er die Kleine mit auf den Friedhof geschleppt. Man sollte die Toten ruhen lassen. Ich muss noch mal weg. Kannst du aufpassen? Lass. Sie sind seit 7 Jahren Präsident des Zentralrats der Juden. Bis heute glauben manche, sie seien wegen ihres jüdischen Glaubens automatisch Israeli. Ja. Die Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth hat Ihnen für den Friedensprozess in Ihrem Land erst kürzlich alles Gute gewünscht. Frau Roth hat angerufen und sich entschuldigt. Sie verstehen den Traum Ihres Vaters, in Israel begraben zu werden, aber Sie teilen ihn nicht. Am 16. Januar 1945, als Sie mit 18 Jahren aus dem Lager Częstochowa befreit wurden und allein auf der Straße standen, schreiben Sie in Ihrer Autobiografie, gab es niemanden mehr, um den ich mich hätte kümmern können und auch niemanden, der sich um mich gesorgt hätte. Ist der öffentliche Beifall, den Sie heute erfahren, für Sie eine Art Zuwendung? Ich würde mir einfach wünschen, mal von dir, dass du mich unterstützt. Gerade jetzt, wo in der Krise, Kontaktsperre, Stichwort Fastenzeit, dass wir einfach mal versuchen, bis Ostern kein Fleisch, auf unsere Fleischration zu verzichten. Und dass du mich darin unterstützt, das würde ich mir wünschen. Was?